Star Citizen Hintergrund. Mehr Informationen zur Technik, zur Community und der Entwicklung von Star Citizen. Heute gibt es mal ein ganz anderes Video von mir. Keine Übersetzung mit dem Blick hinter die Kulisse der Entwicklung, sondern ein Thema, auf das mich ein User während eines Premieren-Chats gebracht hat. Der fragte mich nämlich, sage mal, du hast doch mal ein Video gemacht, wo du dich geäußert hast darüber, wann die Entwicklung von Star Citizen tatsächlich begonnen hat. Wo ist denn das? Ja, da habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe es nicht gefunden. Aber das ist ein Thema, das mich generell schon seit einiger Zeit umtreibt und deswegen habe ich mir gedacht, ich setze mich einmal hin und arbeite das nochmal komplett auf. Wo hat das Ganze gestartet? Welche tollen Erfolgserlebnisse gab es für CIG, aber auch welche Stolpersteine, wo hat es gehakt und ja, wo kann man eigentlich sagen, an welcher Stelle begann die Entwicklung von Star Citizen und welche Meilensteine gibt es eigentlich in der Entwicklung und natürlich, wie geht es weiter? Das alles gibt es in diesem Video. Ich habe unheimlich viele Inhalte zusammengetragen, aber es ist jetzt kein vollständiges Skript, was ich geschrieben habe. Ich lese hier nichts ab von einem Blatt Papier, sondern erzähle so frei vor mich hin. Deswegen ist das eigentlich eher so eine Art Käffchenformat, aber dann ist es doch wieder eine Doku. Naja, auf jeden Fall, wie auch immer, ich hoffe, dass euch das Video gefällt und wünsche euch jetzt erst einmal viel Spaß mit der Entwicklungsgeschichte von Star Citizen. Ach komm, so zur Einstimmung gibt's jetzt nochmal ein Käffchen-Intro. Bereits im Jahre 2011, da schwebte bei Chris Roberts im Kopf die Idee herum, seine Weltraumsimulationsspiele Wing Commander, Starlancer und Freelancer neu aufzulegen. Aber diesmal nicht nur als einfaches Spiel, sondern er wollte ein Spieluniversum schaffen. Und nach mehreren Jahren als Producer in der Filmbranche, wo er unter anderem Lucky Numbers 11 und Lord of War mit realisiert hat, da inspirierte ihn der Erfolg der damaligen Computerspiele und auch die fortgeschrittene Technik der PCs dazu, diese Idee langsam in konkretere Formen zu bringen. Er machte sich auf die Suche nach Investoren zur Entwicklung eines Prototypen, sammelte einige Freiberufler und Freunde um sich und entschied sich, die CryEngine 3 zu nutzen, da sie im Vergleich zur Unreal Engine 4 zum damaligen Zeitpunkt seiner Meinung nach ausgereifter war. Unter anderem mit Hilfe des Engine-Herstellers Crytek wurden Assets entworfen, Videoclips gedreht. Und mitten in diese ersten Arbeiten und auch auf seinem Weg, Investoren zu finden, die der Reihe nach ablehnten, weil zum damaligen Zeitpunkt Weltraumspiele, deren Meinung nach keiner haben wollte, da platzte der Erfolg der Plattform Kickstarter dazwischen und Chris Roberts überlegte sich, dass es gar keine so doofe Idee wäre, den Weg über private Unterstützer zu gehen, sein Projekt über Spenden zu finanzieren und anstattdessen die Investoren links liegen zu lassen. Gesagt, getan. Er nahm $10.000 aus eigener Tasche in die Hand und ließ sich eine Webseite bauen, über die Geld eingesammelt werden sollte für seinen Traum. Am 10. Oktober des Jahres 2012, also an dem Datum, an dem bis heute die CitizenCon jährlich gefeiert wird, stellte er die legendäre Präsentation I Am a PC Game vor auf der Game Developers Conference und unter dem folgenden Ansturm brach seine Webseite komplett zusammen, sodass nur wenige Einnahmen möglich waren. Und es dauerte fast eine ganze Woche, bis die Seite wieder so wiederhergestellt war, dass das Geld der Unterstützer, der Backer, fließen konnte. Chris Roberts hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Idee, auf welch großes Interesse seine Vision stoßen würde. Und um keine Zeit zu verlieren, startete er tatsächlich auf der Plattform Kickstarter seine eigene Kampagne, währenddessen versucht wurde, seine eigene Webseite wiederherzustellen und lobte ein verhältnismäßig bescheidenes Ziel von $500.000 aus. Der Erfolg indes
war bar jeder Erwartungshaltung. Nur einen Monat später, am 19. November 2012, also an dem Datum, an dem immer die Intergalactic Aerospace Expo startet, waren bereits satte, unglaubliche 2 Millionen Dollar eingenommen worden. Und zusammen mit der Finanzierung auf Chris Roberts eigener Homepage waren es sogar 4 Millionen Dollar. Und angesichts dieses Erfolges, da kam der Visionär und Träumer Chris Roberts erst richtig in Fahrt. Er verspricht ein reiches Universum mit epischen Weltraumabenteuern, nie gesehenes Dogfighting, Handeln und was man sich alles denken kann. Und dazu sollte es im Paket noch eine Singleplayer-Kampagne namens Squadron 42 geben. Und insbesondere träumte er davon, das Ganze ohne Abo-Modell und ohne Pay-to-Win-Mechaniken zu finanzieren. Er versprach den Spielern nahezu grenzenlose Freiheiten und dass jeder ihrer Entscheidungen die Abenteuer und die eigene Entwicklung beeinflussen sollten. Weiterhin erdachte er sich, dass alles, was man als Spieler in seinem Universum tun sollte, ernsthafte Konsequenzen haben sollte, sodass man sich wirklich überlegen muss, welches die nächsten Schritte sind und was passieren könnte. Keine weichgespülte Space-Simulation wie damals sein Wing Commander, wo es stringente Missionen und im Prinzip keinerlei Konsequenzen gab, außer dass man neu loot. Nein, das Spiel sollte eine unglaubliche Tiefe haben. Und der Tod, die Angst vor dem Ableben, vor dem Verlust des Inventars, vor den Schiffen, sollte ein ständiger Begleiter sein. Außerdem versprach er, dass es ein reines PC-Spiel werden sollte und dass die Leistungsmöglichkeiten dieser Plattform voll ausgenutzt werden sollten. Aber das war noch nicht alles, was er versprach, denn er träumte von einer kompletten Physiksimulation der Welt, der Schiffe, riesige Multiplayer-Action mit tausenden Spielern und eine von diesen Spielern getriebene Wirtschaft und ein ausgefeiltes, gruppendynamisches System mit Reputationsmechanik und vielem mehr. Kurz, ein zehnfacher Detailgrad dessen, was man bei der zur damaligen Zeit aktuellen AAA-Spielen hatte, plus und noch, das war so das Kirschlein obendrauf, vollständigem Virtual Reality Support. Er versprach den Traum eines jeden Space-Nerds. Aber zum damaligen Zeitpunkt, und das wissen wir heute besser denn je, war das natürlich eine Vision, von der auch Chris Roberts im Prinzip keine Idee hatte, ob und wie dieser Traum jemals Wirklichkeit werden konnte. Doch Chris Roberts war auf der Überholspur, linke Seite 300 Stundenkilometer. Auf seiner eigenen Webseite lobte er weitere und weitere Stretch Goals aus. Verschiedenste Raumschiffe, 100 Sternensysteme zum Start des Star Citizen Universums, First-Person-Kämpfe auf den Planeten, Boarding Operations. Er versprach für die Squadron 42-Kampagne echte Schauspieler mit Motion Capturing, weltweite Studios, Raumstationen und vieles mehr. Auch gehörte zu den Stretch Goals das Versprechen, sich nie an Investoren zu hängen, ein Versprechen, das er bis heute nicht ganz einhalten konnte. Aber dennoch ist CRG nach wie vor unabhängig und in der kompletten Hand und Steuerung des Gründers Chris Roberts. Ja, und diese Stretch Goals, die entwickelten sich und tatsächlich wuchsen sie nicht nur in dem Kopf von Chris Roberts, sondern auch auf Basis der Entscheidungen der Community, die er mit einbezog und fragte, möchtet ihr noch mehr Stretch Goals haben? Und 80% der Teilnehmer stimmten dafür. Alle wollten noch mehr wissen, was in Chris Roberts Kopf für Visionen herumschwebten. Und so kam es zu dem, was Kritiker dann als Feature Creep bezeichneten, also ausufernde Pläne, deren Realisierung, deren Umsetzung im Grunde genommen als unmöglich galten. Zum Ende des Jahres 2012 hatte das Unternehmen Cloud Imperium Games 13 Mitarbeiter und Chris Roberts stieß auf sein erstes Problem bei der Umsetzung der Träume und der Erreichung der Stretch Goals, die er ausgelobt hatte, denn es fehlte zu diesem Zeitpunkt zum Jahre 2013 an fähigen Mitarbeitern, an fähigen Fachleuten, die sein Spiel in die Realität umsetzen konnten und insbesondere an CryEngine-Entwicklern. So vergab er viele externe Aufträge
unter anderem an die Firma Massive Black, die Concept Art und Schiffsdesign für Star Citizen umgesetzt hat und unter anderem das alte Design der 300i im Jahre 2013 entwickelt hat, oder an die Firma Moon Collider mit Sitz in Edinburgh, Schottland, die für die Entwicklung der Kythera-KI verantwortlich war, also dem KI-Vorgängermodell der heutigen Subsumption. Und das, was die Firma Massive Black entwickelt hat an Schiffsdesigns und Schiffskonzepten, das konnte man trotz allen Fachkräftemangels und Startschwierigkeiten dann im sogenannten Hangar-Modul bestaunen, das im August 2013 veröffentlicht wurde. Die Backer, die Unterstützer, konnten nun die bereits fertiggestellten Schiffe im Hangar bestaunen und teilweise auch von innen erkunden. Doch der Fachkräftemangel war nicht von der Hand zu weisen und Chris Roberts sah sich gezwungen, immer mehr externe Dienstleister einzukaufen. Das Unternehmen Behavior Interactive arbeitete zeitweise mit 50 Mitarbeitern an der Realisierung von Star Citizen. Das nächste große Ziel nach dem Hangar-Modul war Arena Commander, ein Spielmodus, in dem die Backer ihre Raumschiffe gegen KI und auch gegen menschliche Piloten im Dogfight fliegen können sollten. Außerdem war ein First-Person-Shooter geplant, Star Marine. Star Marine wiederum wurde von Ilphonic in Denver, Colorado entwickelt und verfügte über einige Entwickler mit CryEngine-Erfahrung. Doch diese vielen externen Arbeiten, die sorgten für Probleme, denn die Kommunikation zwischen diesen einzelnen Studios, die war mangelhaft, quasi nicht vorhanden. Und so kam es, dass Ilphonic Assets erstellte, die überhaupt nicht in die von CRG entwickelten Level passten. Hier stand das Projekt zum ersten Mal auf der Kippe, denn wenn es keine Fachkräfte gegeben hätte, die vor allem die CryEngine kannten, dann wäre es sehr fraglich gewesen, wie die Entwicklung von Star Citizen weitergeht, auch in Anbetracht der Kommunikationsdiskrepanzen und der fehlerhaften, nicht synchronisierten Zuarbeiten der externen Dienstleister. Doch das Unglück eines deutschen Unternehmens war das Glück für Cloud Imperium und das Glück für die Backer. Denn im Jahr 2014 gerät das Unternehmen Crytek in Schieflage und kann seine Mitarbeiter nicht mehr bezahlen. Diese Situation nutzte CRG, um Anzeigen zu schalten und so die Entwickler von Crytek anzulocken. Eine Entwicklung, die Crytek sehr schwer im Magen wog und die noch zu weiteren Unruhen zwischen diesen beiden Unternehmen führen sollte. Doch nichtsdestotrotz kommt unter anderem Brian Chambers an Bord, zum damaligen Zeitpunkt Senior Producer und von Chris Roberts mit dem Auftrag versehen, in Frankfurt ein Studio zu eröffnen und aufzubauen und dort die gesammelte Crytek-Kompetenz zu sammeln und das Engine-Kernteam von CIG zu bilden. Mit Brian Chambers kommen auch Hannes Appel und Marco Corbetta ins Team, Technical Director von Crysis 2 und Crysis 3, und das sollte sich als weiterer Glücksfall für Cloud Imperium herausstellen. Mit der Eröffnung des Frankfurter Studios gab es die erste der vielen noch folgenden Umstrukturierungen des Unternehmens. Doch nicht nur die Prozesse werden restrukturiert und die Art der Zusammenarbeit der Studios untereinander, auch trennt man sich nach und nach von den externen Entwicklern. Unter anderem trennt man sich von Ilphonic und auch die KI-Entwicklung wird nach Frankfurt verlegt. Doch es gibt ein weiteres Thema, mit dem CIG sich nicht beschäftigen möchte und dennoch ein weiteres externes Unternehmen anheuert. Das Unternehmen Turbulent, bei denen in Montreal die Webseite und die Kommunikations- und Community-Plattform Spectrum entsteht. Weitere Unternehmen, von denen man sich zu dem Zeitpunkt Ende 2014 trennt, sind unter anderem Confetti Special FX, ein Think Tank für fortschrittliche Grafiktechnologie, die an einem Schadenssystem für Großkampfschiffe und an Nebeleffekten für Star Citizen gearbeitet haben. Man trennte sich von der Firma Wormbyte, die in Louisville in Kentucky für das frühe Netzwerk-Engineering für das Persistent Universe verantwortlich waren. Und man trennt sich auch von einer chinesischen Firma, Virtuos, die für die frühen Schiffs- und Requisitenanlagen verantwortlich waren. Durch die Übernahme der Crytek-Mitarbeiter verzeichnete Cloud Imperium einen Ansprung der Mitarbeiter auf 179
zum Ende des Jahres 2014. Und am 20. Dezember 2014 wurden das Arena Commander Dogfighting Modul released. Ein Schiffskomponentensystem bestehend aus Kanonen, Missile Racks und den Raketen, Head-Up-Displays und ein Signatursystem. Es wurden die Aurora ES, die Aurora CL, die Mustang, Gamma, Beta und Alpha veröffentlicht. Es kam eine für die damaligen Creator sehr lange Zeit, in denen man sich maßgeblich damit beschäftigen musste, im Arena Commander andere Schiffe abzuschießen, sei es KI-Schiffe oder andere Mitspieler. Im Laufe des Jahres 2015 wurden weitere Schiffe released und an Star Citizen gearbeitet. Unter anderem gab es die Anvil Gladiator, die Super Hornet, die Drake Cutlass Black. Es war etwa zu der Zeit des laufenden ersten Quartals des Jahres 2015. Da äußerte der Technical Director Marco Corbetta seinen Traum, seine Vision vom übergangslosen Landen und Starten auf Planeten und Monden und äußerte, dass er Ideen hätte, wie so etwas zu realisieren sei und bat, dafür entsprechende Freiheiten zu bekommen. Und die gab ihm Brian Chambers. Über einen Zeitraum von einem Quartal wurde Marco Corbetta von fast allen Meetings freigestellt. Zeit, die er nutzte, um sich mit seiner Vision, mit seiner Idee der Realisierung der prozeduralen Planetentechnologie zu beschäftigen. Und irgendwann standen Hannes Appel und Brian Chambers vor dem PC von Marco Corbetta und fragten sich, was er ihnen zeigen wollte, denn sie standen dort 40 Minuten und starrten auf einen Bildschirm, wo ein Punkt immer größer wurde. Und nach 40 Minuten fragten sie, what the f***? Das änderte die Vision von Chris Roberts und auch die Entwicklung von Star Citizen komplett. Und wieder sollte sich alles verzögern. Denn das Konzept, das technische Grundgerüst musste neu durchdacht werden. Alles musste nochmal auf den Plan gebracht werden, um sich zu überlegen, wie man das Universum angesichts dieser neuen Errungenschaft nun bauen konnte. Denn die prozedurale Generierung eines kompletten Universums, das hatte bisher nicht im Fokus gestanden. Aber für Chris Roberts und Brian Chambers stand fest, es war die tollste Sache der Welt, von Planet zu fliegen, alles unterbrechungsfrei, und das wollten sie egal wie realisieren. Das sogenannte Social-Modul wird im August 2015 veröffentlicht und bringt das damalige Verständnis, die damalige Interpretation der Landezone Area 18 ins Spiel, die wir heute ja auch auf dem Planeten Arcorp in einer ganz anderen Pracht bewundern dürfen. Es ist eine eigene Instanz, in der sich Spieler treffen können und ja, gemeinsam durch die Gegend laufen. Viel mehr kann man dort noch nicht machen. Und während die Spieler in dem Arena Commander Kämpfe um Kämpfe um Kämpfe durchführen, entwickelt Cloud Imperium immer noch mit externen Unternehmen zusammen, sozusagen mit Schweißperlen auf der Stirn, die erste Version des Persistent Universe. Daran beteiligt sind unter anderem das Unternehmen Void Alpha, die bis Ende 2015 für Environment Art Assets zuständig waren, und ein weiteres sehr entfernt sitzendes Studio, nämlich in Kuala Lumpur, die Streamline Studios, die an Squadron 42 Art Assets gearbeitet haben, wie zum Beispiel den Vanduul Schiffsmodellen, von denen einige im Jahr 2015 ungewollt als Leak an die Öffentlichkeit gelangten. Die Gelder indes flossen weiter, und so wurden bis zum Ende des Jahres 2015 kumuliert insgesamt 104,5 Millionen Dollar Entwicklungsgelder zusammengetragen, 36 Millionen Dollar mehr als im Vorjahr. Die Mitarbeiterzahl wuchs auch kräftig. Man zählte jetzt 263 Mitarbeiter, davon 160 in Europa. Das entspricht 61%. Ein Wert, der sich auch hier ungefähr einpendeln wird zwischen 60 und 70%.
Anteil der Gesamtmitarbeiter in Europa. Am 12. Dezember des Jahres 2015 war es soweit. Star Citizen Alpha 2.0 wurde released, die erste Version des Persistent Universe. Hierin gab es die Orbitalstation von Crusader mit Namen Port Olisar. Es gab den Mond Jela mit dem Asteroidengürtel. Es gab die erste Version des Physics Grids, mit dem mehrere Personen in einem Raumschiff sich aufhalten konnten. Es gab die Cryastro-Station zum Auftanken. Es gab die Com-Arrays, die Kommunikationssatelliten, bei denen man erste Aufträge durchführen konnte. Es gab neue Flugmodi und es gab den Quantum Travel. Man konnte EVA mit seinem Charakter ins Weltraum gehen, das heißt, das eine Physics Grid Raumschiff verlassen und auf das nächste Physics Grid Weltraum übergehen. Es gab das Mobiglas und die erste Version des Party-Systems. Und große Schiffe kamen ins Verse, denn die Constellation Andromeda konnte geflogen werden und die Aegis Retaliator in der Version als Bomber und die Avenger Warlock wurde ebenfalls ins Verse released. Ein großer, großer Schritt, der aber auch große, große Probleme mit sich brachte. Denn plötzlich wurde CIG klar, dass sie angesichts dieser riesigen Spielfläche von vielen hunderttausend Quadratkilometern nicht mehr mit der CryEngine in ihrer 32-Bit-Präzision arbeiten konnten. Und deshalb mussten sie viel Zeit und Manpower in die Hand nehmen, um diese Engine umzuarbeiten auf 64-Bit-Präzision. Und das war eine herausragende und zeitzehrende Arbeit. Eine wichtige Sache möchte ich noch erwähnen. Die Ergebnisse der Forschungsarbeiten von Marco Corbetta wurden auch im Dezember 2015 vorgestellt, nämlich die Planet Tech V2. Und das wurde vorgestellt im Rahmen des Videos Star Citizen – From Pupil to Planet. CIG hatte also viel zu tun, schrieb die Engine auf 64-Bit-Präzision um und arbeitete weiter an der Planet Tech, die noch einen weiten Weg vor sich hatte und einige weitere Versionsnummern, bis sie dort anlangte, wo sie heute steht. Aber alles fing an mit der Idee von Marco Corbetta.
Während also im Backend fleißig gearbeitet wurde, gab es an der Front für die Bäcker eher wenig zu sehen. Um die Zeit zu überbrücken, wurde die Community noch mit einigen Schiffen versorgt. So gab es im Jahr 2016 die Misk Freelancer und die Aegis Vanguard Warden, die ihren Weg ins PU fanden. Und auch die Aegis Saber wurde released und die Xi'an Scout. Außerdem konnten bis zu 24 Spieler, eine damals unglaubliche Zahl, gleichzeitig sich im PU bewegen. Am 26. März 2016 kam es dann zu einem regelmäßigen Kollaps im Persistent Universe, denn die Starfarer wurde released und die brachte so dermaßen viele Assets mit sich, dass zum damaligen Zeitpunkt wurde das gesamte Verse mit allen Schiffen und allen Assets für jeden Spieler von dem Server berechnet, wenn die Starfarer gespawnt wurde, es zu einer Gedenksekunde kam, in der der Server erst einmal diese Berechnung durchführt und alle Spieler darauf warteten, dass sie dann weiterspielen konnten. Das war der Patch Alpha 2.3. Mit Alpha 2.5 im August 2016 kamen die Reliant Core und die Argo MPU wieder zu und Grimhex wurde released. Ein Zeitpunkt, an der Chris Roberts die Community mal wieder hypte und mit Daten um sich schmiss, die wie so häufig nicht eingehalten werden konnten, so auch hier. Denn er verkündete die Squadron 42 Demo, die zur CitizenCon 2016 veröffentlicht werden sollte und uns einen Vorgeschmack geben sollte auf die kurz vor der Veröffentlichung stehende Singleplayer-Kampagne. Indes, es sollte alles anders kommen. Und so gab es zur CitizenCon keine Squadron 42 Demo. Und überhaupt gab es nicht viel zu sehen, denn CIG beschäftigte sich mit dem Thema Engine, die beschäftigten sich mit dem Thema künstliche Intelligenz, denn das bisherige KI-System, die Kythera und CryAI, die sollten ersetzt werden durch die Subsumption. Und außerdem arbeitete CIG doch sehr arg und mit wiederum vielen Schweißperlen auf der Stirn an Star Marine, denn man hatte eigentlich überhaupt keine Erfahrung mit FPS, mit First-Person-Shooter. Gameplay-Elementen und Star Marine wurde mit Alpha 2.6 veröffentlicht am 23. Dezember 2016. Mit diesem Patch kam auch Pirate Swarm ins Spiel und es gab viele neue Schiffe, unter anderem die Drake Caterpillar, die Origin 85X, die Drake Herald, die Vanguard Hoplet, die Hornet Wildfire, die Saber Comet, die Gladius Valiant und die Avenger Titan Renegade. CRG war inzwischen angewachsen auf fast 370 Mitarbeiter, davon 246 in Europa, entsprechend 66%. Auch die Gelder flossen fleißig weiter und wiederum wurde genauso viel wie im Vorjahr eingenommen, nämlich 36 Millionen Dollar, sodass wir inzwischen bei kumulierten 140,5 Millionen Dollar eingesammelten Entwicklungsgeldern standen. Das an sich war schön für die Community, doch CIG kündigte eine viel wichtigere Nachricht an, und zwar den Engine-Wechsel weg von der CryEngine hin zur Lumberyard Engine, die zwar auf der CryEngine basierte, aber von Amazon auch weiterentwickelt wurde, und es gab damit einhergehend auch die Zusammenarbeit mit Amazon und das Aufsetzen auf die Computing Services und die weltweite Serverstruktur der Amazon-Tochter AWS, Amazon Web Services. Das ging zum damaligen Zeitpunkt bei der Community relativ unter, aber es war ein Kernpunkt, denn ohne diesen Schritt und ohne die Unterstützung von Amazon Web Services wäre CIG heute sicherlich nicht an dem Punkt, wo sie sind, nämlich auch mit Blick auf das Server-Meshing, an dem Amazon Web Services auf der Hardware-Seite arbeitet. Man sollte meinen, dass es von nun an Schlag auf Schlag weiterging, doch weit gefehlt. Denn der Community bestand eine lange Durststrecke bevor. CRG konzentrierte sich nun darauf, alles umzuschreiben auf die Lumberyard Engine und die prozedurale Planeten-Tag fertigzustellen, um am Ende den legendären Patch Alpha 3.0 zu veröffentlichen. Aber bis dahin
lag ein langes Jahr vor der Community. Zuerst wurde am 17. Februar 2017 der Subpatch Alpha 2.6.1 veröffentlicht, wo unter anderem das von Turbulent entwickelte Spectrum veröffentlicht wurde und die Mega Map und die regionalen Server. Das heißt, man konnte sich ab 2.6.1 aussuchen, ob man sich auf einem US-Server, auf einem europäischen Server oder auf einem australischen Server einloggen wollte. Außerdem gab es signifikante Performance-Verbesserungen. Mit dem nächsten Subpatch 2.6.2 wurde die Megamap für Arena Commander und Star Marine erweitert. Das heißt, man konnte zwischen den Modulen schneller hin und her wechseln. Es wurde am Netcode gearbeitet und Fehler bereinigt. TrackIR wurde hinzugefügt und es wurde der Widescreen-Support für 21:9 Monitore hinzugefügt. Das war der Patch Star Citizen Alpha 2.6.2. An Schiffen gab es die Buccaneer. Und die Super Hornet kam als überarbeitete Version ins Verse. Das tat dem Geldfluss indes keinen Abbruch, denn bis zum Ende des Jahres wurden $175,5 Millionen kumuliert an Entwicklungsgeldern eingenommen, was wiederum in etwa dem Vorjahreswert entspricht, $35 Millionen. CRG zählte 464 Mitarbeiter, davon 317 in Europa. Die Zusammenarbeit mit Airship Images wurde aufgelöst, einem Unternehmen, das sich in den Jahren 2016-2017 mit Character Art beschäftigt hat, mit Charakteren, Frisuren und die einige Forschungs- und Entwicklungsaufgaben für CRG durchgeführt hat. Und dann kam am 24. Dezember des Jahres 2017 Star Citizen Alpha Patch 3.0 ins Verse. Der erste Patch, an dem die Grafikassets der Monde ersetzt wurden durch prozedural erzeugte Objekte, nämlich Yela, Selin und Daymar, auf denen man landen konnte, herumgehen, herumfahren und sie erkunden. Es gab Schiffswracks und auch ein Ort, der eigentlich im Nyx-System beheimatet ist, wurde ins Stanton-System released zum Patch Alpha 3.0, nämlich der Asteroid Delamar mit der Bergbaustation Levski, die damals unter ganz massiven Performance-Schwierigkeiten litt. Inzwischen wieder aus dem Stanton-System entfernt und wartet darauf, zusammen mit dem Nyx-System in einer vielleicht hoffentlich nicht ganz so weit entfernten Zukunft dann wieder ihren Weg ins Verse zurückzufinden. Es gab Geschütztürme, die die Spieler besteigen und benutzen konnte. Das Itemsystem 2.0 wurde released. Es gab ein Versicherungssystem. Das Stamina-System wurde veröffentlicht, mit dem unsere Ausdauer weniger wurde, wenn wir rannten. Türen und Airlocks gab es. Ein erstes Frachtsystem. Kiosk-Terminals und das Atmosphäreneintrittssystem. Es gab persistenten Schaden und Munition, das Inventarsystem, planetare Landung natürlich. Es gab den Entity- und Owner-Manager, es gab Multifunktionsdisplays und man konnte das Field of View verändern. Character Customization gab es und MobiGlass-Apps, unter anderem für Fracht und Missionen und Personal und die Star-Map und das Mission Board. Und auch gab es die ersten KI-Turrets. Es gab Shops und natürlich die entsprechenden Missionen und eine erste rudimentäre NPC-KI. Die damals immer noch geltende maximale Obergrenze der Anzahl der Spieler auf einem Server von immer noch 24 wurde erhöht, zumindest im PTU, auf 60 bis hin zu 64 Spielern, wurde dann aber reduziert für die Live-Version auf maximal 50 Spieler, einem Wert, der bis heute gilt. Außerdem
wurden die Frameraten verbessert und es gab neue Schiffe. Die Drake Dragonfly, die Cutlass Black in einer überarbeiteten Version und die Constellation Aquila kamen ins Spiel, der Ursa Rover und die Prospector, außerdem die Saber Raven und die Aupoa Nox. Ein großer Patch und auch für CRG ein Startschuss, denn man ist durch eine lange Crunch-Phase gegangen, aber man hatte zu diesem Zeitpunkt ein Team aufgebaut, Prozesse definiert und man hatte die finale Engine an den Start bekommen. Und man kann sagen, dass mit Star Citizen Alpha 3.0 der eigentliche Entwicklungsprozess des Spiels starten konnte, dass die Kinderkrankheiten, die Start- und Konsolidierungsphase hinter sich gelassen wurden, dass die Fehler, die einfach da sind, wenn man ein neues Projekt beginnt, wenn man eine Vision startet, zu realisieren, die vielen Stolpersteine, das alles wurde hinter sich gelassen und von nun an konnte man auf das Ziel hinarbeiten und das sollte, wie wir alle wissen, noch ziemlich lange dauern. Und auch wurde es nicht einfacher für CRG, denn Crytek, die waren ziemlich stinkig auf CRG und verklagten sie kurzerhand. Unter anderem behaupteten sie in ihrer Klageschrift, dass CRG verpflichtet sei, die CryEngine zu nutzen und der Wechsel auf Amazons Lumberyard Engine rechtswidrig sei. Außerdem habe man die vorgenommenen Verbesserungen an der CryEngine nicht mit Crytek geteilt, was ebenfalls rechtswidrig sei. Und außerdem hatte CRG nur eine Lizenz für ein MMO gekauft und das umfasste eben nicht Squadron 42, was CRG im Jahr 2016 nämlich getrennt hatte. Anfangs gab es noch beides in einem Paket. Das heißt, ein Unterstützer, der Star Citizen kaufte, kaufte automatisch Squadron 42 mit hinzu. Es wurde auch gemeinsam entwickelt, aber Anfang 2016 wurde die Entwicklung getrennt in unterschiedliche Teams und auch das Lizenzmodell wurde getrennt. Das heißt, man konnte Star Citizen einzeln kaufen und brauchte Squadron 42 nicht zwingend dazu zu kaufen. Der Prozess wogte lange hin und her. Letzten Endes gab es schwammige Formulierungen. Crytek verwickelte sich in Widersprüche und am Ende einigte man sich im Jahr 2020 auf einen Vergleich und die ganze Sache wurde beigelegt. Es gibt noch eine Neuerung mit dem Star Citizen Alpha Patch 3.0, die ich gerade verschwiegen habe, die aber sehr, sehr wichtig ist. Denn ab sofort wurden die Patches im Quartalsrhythmus veröffentlicht und es gab eine neue Roadmap, wo die Spieler genau verfolgen konnten und die Backer, welche Inhalte ein Patch mit sich brachte, was geplant war und ja, was dann auch von der Roadmap wieder verschwinden sollte. Der Patch Star Citizen Alpha 3.1 sollte einer der ganz wenigen Patches sein,
die tatsächlich wie geplant zum 31. März 2018 veröffentlicht wurden, und er beinhaltete das Character Customization System in seiner ersten Version, das Service Beacon System, mit dem Spieler ihre eigenen Missionen ausloben konnten, und Performance-Optimierungen. Außerdem gab es die Aegis Reclaimer als Schiff, aber genau wie die Starfarer ohne Funktion, die Anvil Terrapin mit dem gleichen Schicksal, die Misk Razor als Rennschiff und den Tumbril Cyclone zur vierrädrigen Erkundung der Oberfläche sowie das schwebende Motorrad, die Nox Q. Am 30. Juni 2018 kam dann Alpha Patch 3.2 ins Spiel mit dem Gruppensystem mit Quantum Linking. Das heißt, man konnte mit seinen Freunden und seiner Gruppe gemeinsam in den Quantum Tunnel eintreten. Es gab Verbesserungen an der Schiffspersistenz und man konnte auf den planetaren Oberflächen Mining betreiben. Ein Item-Kiosk-Shopping kam ins Spiel und es gab Verbesserungen am KI-Flugverhalten. Das Wirtschaftssystem wurde verbessert, genauso wie die KI in den Geschütztürmen. Und es gab natürlich einige neue Schiffe, wie zum Beispiel die Origin 600E, die Anvil Hurricane, die Aegis Eclipse, die Aegis Avenger als überarbeitete Version und die Vanduul Blade. Der jährliche CitizenCon-Patch war dann wieder etwas ganz Zentrales, denn mit Alpha 3.3 kam das Network Bindculling und das Object Container Streaming ins Spiel. Eine ganz wichtige Komponente hin auf dem Weg zum Server-Meshing, auf dem wir uns heute befinden. Und damit wurde es möglich, dass die Clients zumindest nicht mehr das komplette Verse berechnen mussten, sondern nur die Welt innerhalb der Object-Container, die ihnen per Network-Bind-Culling zugewiesen wurden. Die Server indes mussten immer noch das gesamte Universum, das gesamte Spieluniversum berechnen, und die Entwicklung dieses Server-Side-Object-Container-Streaming, die sollte noch ein bisschen dauern. Was kam noch mit Alpha Patch 3.3 ins Spiel? Man konnte zum Beispiel das erste Mal Schiffe im Spiel kaufen, man brauchte also kein Echtgeld mehr dafür aufzuwenden. Es gab die neuen Rest Stops und es gab das Network Entity Streaming. Voice over IP und Face over IP gab es zum ersten Mal. Das heißt, wir konnten mit unseren Bewegungen des Kopfes, die von der Webcam ins Spiel übertragen wurden, dann uns im Spiel umgucken, und auch unsere Stimme wurde mit Voice over IP übertragen, was bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht richtig funktioniert. Aber da, wo es funktioniert, ist es wirklich ein Immersionsboost. Dann gab es die Möglichkeiten, auch Mining an Asteroiden zu betreiben, und generell wurde das Mining verbessert. Ping und Scanning kamen ins Spiel und das Waffensystem wurde überarbeitet. Im Zuge der CitizenCon kamen auch neue Schiffe ins Spiel, nämlich die Anvil Valkyrie, die RSI Constellation Phoenix, die Aegis Hammerhead und die Mustang wurde als überarbeitete Version Alpha, Beta, Delta, Gamma und Omega ins Verse released. Und auch der Tumbril Cyclone kam in seinen verschiedenen Varianten ins Spiel. Der Planet Hurston und die Landezone Lorville, die waren angekündigt für diesen Patch Alpha 3.3, aber es sollte noch etwas dauern, die Community musste sich noch etwas gedulden. Aber mit Patch Alpha 3.3.5 am 21. November 2018 war es soweit. Lorville und Hurston kamen ins Spiel, inklusive der vier Monde und einem neuen Schiff, nämlich der Anvil Arrow. Ein großer Schritt für CIG und für die Community, zum ersten Mal auf so einem großen planetaren Objekt landen zu können. Nach solchen einschneidenden, riesengroßen Veröffentlichungen und auch technischen Innovationen, technischen Implementierungen ins Spiel, konnte natürlich der Folgepatch im Dezember Alpha 3.4 nicht mehr so viele Inhalte mit sich bringen, und demzufolge bekam Lorville einen weiteren Bereich, den man dort dann anschauen konnte, den Business District. Es gab neue Missionen, Missionsverbesserungen, die Rendering Performance der Städte wurde verbessert und es gab neue Schiffe, natürlich wie immer. Die Anvil Hawk, die Misk Reliant Core mit entsprechenden Verbesserungen, und Freelancer-Varianten, die Dur, die Mist, die Max und die 600i als Touring-Variante. Aber
Es gab noch etwas viel Wichtigeres, was nicht zwingend mit der Entwicklung zu tun hatte, aber dann wieder doch. Denn der Milliardär Clive Calder und dessen Sohn Keith Calder investieren in CIG 46 Millionen Dollar und bekommen so eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von 10%. Etwas, das Chris Roberts ja anfangs gesagt hatte, was nicht in Frage kommen würde. Doch das Projekt ist in seinen technischen Ansprüchen und den Zielen und den Visionen exponentiell gewachsen und hat heute einen, ich will nicht sagen anderen Fokus. Der Fokus bestand seit jeher auf diesem Universum, das Chris Roberts im Kopf hatte, wo man alles machen und alles bereisen konnte. Aber ich habe es eingangs gesagt, es war auch eine Vision, es war eine Träumerei, die er verkaufte und die zum damaligen Zeitpunkt im Jahr 2011, respektive 2012, technisch gar nicht umsetzbar war. Und was für ein Glück für ihn und für uns, dass die Zeit für CIG und für Star Citizen gearbeitet hat, denn im Jahr 2018 waren wir an einem Punkt, an dem so vieles möglich war, was anfangs undenkbar gewesen war. Und das kostete aber Geld. Und dieses Geld, trotz aller Spenden, die fließen und fließen und fließen, reichte nicht, um hier in einem sicheren Fahrwasser zu bleiben. Apropos Gelder, Ende 2018 sind wir inzwischen kumuliert bei 213 Millionen Dollar Entwicklungsgeldern. Ein Plus, wie die Vorjahre auch, bei 37 Millionen Dollar. 521 Mitarbeiter zählt CIG, inzwischen davon 355 in Europa. Und wir können erkennen, 213 Millionen Dollar, das scheint viel, aber in Anbetracht dessen, dass zwei AAA-Spiele entwickelt werden, nämlich Squadron 42, was ebenfalls eine komplett neue Richtung einschlagen soll, als auch Star Citizen, da werden 213 Millionen Dollar doch schon wieder relativ knapp und auch angesichts von über 500 Mitarbeitern, die bezahlt werden wollen. Und apropos Squadron 42, was verschoben und verschoben und verschoben wird, natürlich hatte Chris Roberts ausgelobt, dass all die neuen Technologien, die für Star Citizen entwickelt werden, auch in Squadron 42 zur Anwendung kommen. Er wollte die prozeduralen Städte und er wollte die prozedurale Planetentechnologie in Squadron 42 haben. Huch, prozedurale Städte, die gab es ja noch gar nicht. Die sollten im Folgejahr kommen. Gehen wir also rein in das Jahr 2019 und den Patch Alpha 3.4.2, der am 14. Januar live ging. Hier noch mit mehr Fehlerbereinigungen, Fehlerbehebungen, aber keinen weiteren zusätzlichen Inhalten. Die Reise ging weiter über Patch Alpha 3.4.3 bis hin zu Alpha 3.5. Der released wurde am 18. April 2019 und die uns heute bekannte DNA Face Customization brachte, das heißt die Möglichkeit, unsere Charaktere auch von den Gesichtszügen her anzupassen, und es gab weibliche Spielcharaktere. Warum ist das so bemerkenswert? Nun, die weiblichen Spielcharaktere haben eine andere Größe, das heißt sämtliche Metriken mussten so angepasst werden, dass sowohl die größeren männlichen Pendants als eben auch die weiblichen Charaktere alles benutzen konnten. Und es gab die eben erwähnten prozeduralen Städte, denn R-Corp kam ins Spiel mit seiner Landezone Area 18 und einem weiteren technischen Durchbruch. Der ganze Planet war eine Stadt. Hätte
Etwas, das in einer Gameplay-Demo des Vorjahres noch als Platzhalter, als Asset dort zu sehen war, war jetzt natürlich übergangslos zu bereisen, aber es sah nicht so aus wie das verwendete Asset des Vorjahres, was zu einigem Unmut in der Community führte. Aber diese Technologie entwickelt auch CRG weiter und sieht immer besser aus. Mit R-Corp kamen natürlich auch neue Monde ins Spiel und ein neues Flugmodell, was sehr zwiespältig von der Community aufgenommen wurde. Übrigens ein Feature, ein Gameplay-Element, das Flugmodell, was sich nach wie vor in der Entwicklung verbessert und in der ständigen, hoffentlich, Verbesserung. Weiterhin kam das Hitzesystem für Schiffe ins Spiel, was von nun an eine wichtige Rolle beim Schiffskampf und Schiffsflug spielen sollte. Außerdem konnte die KI jetzt mit Hammerheads umgehen. Und es gab noch zwei neue Schiffe, einmal die Super Hornet in der Version Heartseeker und die Misk Reliant Varianten. Etwas sehr Wichtiges kam im Folge-Sub-Patch am 3. Juni 2019 ins Spiel, nämlich die überarbeitete Origin 300er Serie mit dem Ship-Customizer, mit der Möglichkeit, das Schiff so einzurichten, wie wir es gerne hätten und damit auch einer weiteren zukünftigen Einnahmemöglichkeit für CRG. Die Origin 300er Serie ist bisher das einzige Schiff, was mit dem Ship Customizer angepasst werden kann, aber CRG sagt, dieses Thema, das ist ja auch ein Entwicklungselement. Sie haben gesehen, das funktioniert und sie werden es dann ausrollen, wenn das gesamte restliche Spiel funktioniert, also schätzungsweise dann irgendwann, wenn es auf eine Beta zugeht oder vielleicht sogar auch erst in der Beta-Phase. Aber sicherlich auch eine weitere Einnahmeoption für CIG. Und es geht weiter zum Patch 3.6, in dem die Rest-Stops angepasst wurden, sodass sie jetzt einfach unterschiedlicher aussahen von außen. Der Schwarzmarkt kam ins Spiel und das Harvestable Entity Spawning kam ins Spiel, das heißt die zu erntenden Entitäten und ganz wichtig, das Recht- und Gesetzsystem, das Law-System. Und das brachte natürlich auch neue Missionsmöglichkeiten. An Schiffen kam die P-72 Archimedes ins Spiel und die Anvil Ballista als Bodenfahrzeug. Mit Alpha 3.6.2 am 6. September 2019 kam dann die mächtige, große Origin 890 Jump ins Spiel. Und dann der CitizenCon Patch, quasi der zentrale Patch eines jeden Jahres. Alpha 3.7 kam mit den Höhlen, dem FPS-Mining, das heißt dem Mining-Gameplay-Element zu Fuß. Man konnte gemeinsam jetzt Missionen ausführen. Man konnte Schiffe leihen. Man brauchte sie nicht mehr kaufen im Spiel. Es gab eine neue Star Marine Map und es gab Glühstäbe, eine Art Ersatzglühlampe und auch um die Möglichkeit zu haben, sich den Weg in die Höhlen zu merken. Denn im Zweifelsfall ist man aus diesen weit reichenden Höhlen nicht mehr herausgekommen. Das Jahr 2019 näherte sich dem Ende und CRG stellte fest, dass die Unterstützung der Spieler immer mehr wurde und dass sie offensichtlich auf dem richtigen Entwicklungsweg waren, denn zum ersten Mal gab es einen bemerkenswerten Umsatz- bzw. Einnahmesprung. Während die in den Vorjahren immer bei 36 Millionen Dollar gelegen hatten, summierten die sich jetzt am Jahresende auf 48 Millionen Dollar, was zu einem Gesamteinnahmevolumen über die Entwicklungszeit seit 2012 von 261 Millionen Dollar führte. Und auch eine weitere interessante Nachricht gab es, denn Cloud Imperium erweiterte die langjährige Zusammenarbeit mit der Firma, mit dem Unternehmen Turbulent. So kaufte Cloud Imperium UK Limited 22.250 Aktien von Turbulent, direkt von den Turbulent-Mitbegründern Marc Baudot und Benoît Beauséjour, wodurch ihr Anteil auf 25% stieg und sie zwei Sitze im Turbulent-Vorstand erhielten. Die Turbulent-Begründer Marc Baudot und Benoît Beauséjour ihrerseits erwarben jeweils 1170 Aktien von CI UK Limited, wodurch sich die Gesamtanzahl der von CI UK Limited ausgegebenen Aktien auf über 1 Million erhöhte. Doch was machte das Spiel zu dem Zeitpunkt? Es wurde natürlich wieder ein sehr spannender Patch.
Und dieses Jahr sogar spannender als der CitizenCon-Patch-Release, denn das eigentlich zur CitizenCon versprochene, angekündigte Server-Side-Object-Container-Streaming, das kam jetzt im Dezember raus. Und das bedeutete wieder einen Performance-Sprung, weil der Server jetzt auch, genau wie die Clients, nicht mehr das gesamte Universum berechnen musste, sondern nur noch die Object-Container, in denen sich gerade Spieler befanden. Außerdem wurden die Rest-Stop-Interieurs mit Varianten versehen, sodass sie jetzt unterschiedlich aussahen. Und Microtech kam ins Spiel, zusammen mit den ersten planetaren Wettereffekten. Das heißt, dass unsere Figur vom Wind beeinflusst wurde und man sich sozusagen gegen den Wind stemmen musste, die Figur, unser Avatar, langsamer lief und dass unser Display einfror und dass wir auch sterben konnten, wenn wir zu lange zu extremen Temperaturen ausgesetzt sind. Achieve a certain scale in the game that we weren't able to previously. To put more content for the players to explore without being limited by server resources. That means more planets, more moons, more content. Melee combat does shit the street today. Das Jahr 2020 startete, wie sollte es anders sein, mit einem Sub-Patch mit Alpha 3.8.1 am 24. Januar. Und die Community sah die Drake Cutlass Red mit funktionierenden Medical Beds. Das heißt, wir konnten unseren Respawn-Punkt jetzt an die Drake Cutlass Red binden und wachten nicht mehr in einer Raumstation auf. Ein tolles neues Feature in der Entwicklung von Star Citizen. Und als wäre das nicht schon genug, gab es gleich den nächsten Knaller hinterher, denn am 27. Februar, einen Monat später, gab es den ersten Patch, der ohne einen Wipe auskam. Das heißt, die Spielerinventare und die Spieleraccounts hatten ihre erste quasi Account-Persistenz, wo unter anderem die Ingame-Credits und die Ingame-erworbenen Schiffe behalten wurden, trotz eines Patches. Außerdem kam die Anvil Carrick ins Spiel, die im Vorjahr zur CitizenCon vorgestellt wurde und auf die Spieler sehnsüchtig warteten. Zum damaligen Zeitpunkt noch kritisiert, aber es gab einige Redesigns auf Basis der Vorschläge und Kritiken der Community, sodass das Schiff dann relativ gut ankam. Und der Folgemonat kam schon wieder mit einem bemerkenswerten Knaller, denn das Investment der Kelder Family wurde aufgestockt. Die Community hielt den Atem an, aber es wurde auch gleichzeitig kommuniziert, dass es sich weiterhin um eine Minderheitsbeteiligung handelt. Das heißt, Chris Roberts behält nach wie vor mehr als die Hälfte seines Unternehmens, aber dennoch hat er einen großen, bedeutenden Investor an Bord, der sicherlich Einfluss nehmen kann. Insgesamt erreicht das Investment des Kelder-Milliardärs inzwischen an 65 Millionen Dollar heran. Seitdem gab es aber keine weitere Meldung mehr hinsichtlich dieses Investments. Am 29. April 2020 kam dann Alpha 3.9, ein relativ kleiner Patch, aber mit weitreichenden Folgen, denn das Clasher-Gefängnis kam ins Spiel. Wer also jetzt einen Crime-Start hatte und abgeschossen wurde, Gefangennahme gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, der landete beim Respawn, beim Wiederaufwachen im Gefängnis, konnte sich dort entweder frei arbeiten oder er konnte fliehen. Weiterhin kamen die Microtech-Monde ins Spiel, Calliope, Cleo und Utopy und das Spielerstatussystem, was uns dazu jetzt zwang, auch mal zu essen, zu trinken und die Körpertemperatur zu beachten. Man konnte also erfrieren. Der Sommerpatch war dann erstaunlich groß, denn Alpha 3.10 brachte Veränderungen an der Zielmethodik. Es gab das atmosphärische Flugmodell, was ein Jahr zuvor noch als utopisch betrachtet wurde, dass man zwei unterschiedliche Flugmodelle hätte. Es gab die Möglichkeit, zwischen Spielern zu handeln mittels der Trading-App. Und es gab Mobiglas-Varianten, die man auf Microtech erwerben konnte, beziehungsweise New Babbage. Die KI suchte nun selbstständig Deckung und es wurde immer schwerer, die Bunkermissionen erfolgreich zu bestehen.
Und die besagte Temperatur veränderte sich auf den Planeten, je nachdem, ob es Tag oder Nacht war. Grimhex wurde überarbeitet, es gab Hightech-Hangars, es gab neue Shops und Kiosk-Terminals. Die Heatmaps wurden überarbeitet, das heißt, die Planeten und Monde sahen jetzt einfach besser aus. Außerdem wurde das Radar- und Ping-System überarbeitet. Und die Atmosphäreneffekte erhielten nun die Sight-Distance-Fields-Mechanik, sodass das nicht mehr nur einfach ein Layer war, der über das Schiff gelegt wurde, ein grafischer Effekt, sondern der sich wirklich dann orientierte an der Form und Größe des Schiffes. Apropos Schiffe, es gab das Rock-Boden-Mining-Fahrzeug und es gab Verbesserungen an der Origin M50. Außerdem die P-72 Archimedes in der Version Emerald. Der in den Vorjahren eigentlich immer wichtigste Patch, der CitizenCon-Patch, der fiel in diesem Jahr 2020 relativ klein aus. Das lag auch an der pandemischen Situation. So wurden Frachtdecks den Raumstationen hinzugefügt. Es gab das Server-to-Client-Actor-Networking-Rework und Force Reactions, das heißt, wenn ein Schiff sich stark bewegte, konnten wir als Spieler auch hinfallen. Die Origin 100er Serie wurde veröffentlicht und die Nomad und die Mercury Star Runner angekündigt. Beide kamen da mit dem Subpatch 3.11.1 ins Spiel. Zum Ende des Jahres 2020 mit Patch Alpha 3.12 kamen dann weitere Raumstationserweiterungen ins Spiel und ganz, ganz wichtig, ein weiteres großes Gameplay-Element, das Reputationssystem, mit dem wir heute die Möglichkeit haben zu sehen, wie bei verschiedenen Fraktionen unser Ruf bestellt ist, und je nach Höhe der Reputation erhalten wir auch Missionen oder eben erhalten wir sie nicht. Als neues Schiff kam die Isperia Talon ins Spiel, respektive auch in der Version Shrike. Ein besonderes Augenmerk haben wir in diesem Jahr auf die Spendengelder, denn die machten einen großen Sprung. Ich erwähnte es, in den Vorjahren waren wir immer bei 36 Millionen Dollar, bei 35 Millionen Dollar. Dann im Jahr 2019 haben wir plötzlich einen Sprung gehabt auf 48 Millionen Dollar und im Jahr 2020 sagenhafte knappe 80 Millionen Dollar. Eine unglaubliche Spendensumme, die Chris Roberts dazu veranlasste, auch zu schreiben, dass CIG jetzt finanziell unabhängig sei. Sprich, er sich versprach unter anderem, dass diese Gelder weiterfließen würde. Aber CIG hat auch mehr im Kopf und das hat sein Bruder Aaron durchblicken lassen in einem Interview, wo er beschrieb, dass sie sich vorstellen können, zu einem Publisher zu werden. Also wirklich Geschäftsfelder aufzumachen, außerhalb von Star Citizen und Squadron 42 und natürlich auch Lizenzmodelle, denn sie haben so viel entwickelt. Welches andere Unternehmen hätte kein Interesse daran, von diesen Erkenntnissen, Gameplay-Mechaniken zu profitieren und diese entsprechend entgeltlich einzukaufen? Insofern, es gibt viele Ideen, aber nichtsdestotrotz werden die Gelder weiter fließen, wie wir gleich hören werden. Oh, und eins habe ich glatt unterschlagen. Ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt auf dem Weg hin zum langfristigen Ziel des Server-Meshings, des übergreifenden Ziels, da wurde zum Ende des Jahres mit dem Patch Alpha 3.12 so ein bisschen heimlich, ohne dass man das mitbekommen hat, die Entity Authority Mechanik fertiggestellt. Ein wichtiger Baustein, folgend auf das Object Container Streaming für Clients und für Server, deren Funktion uns erläutert wurde in den diesjährigen CitizenCon Videos. Und wer die noch nicht gesehen hat, ein kleiner Hinweis am Rande, auch die könnt ihr hier im Detail auf meinem Kanal angucken. Schaltet gerne rein, den Link dazu seht ihr hier rechts oben eingeblendet. Es folgte ausnahmsweise kein Sub-Patch, sondern am 22. April 2021 der Patch 3.13 mit dem Shift-to-Shift-Docking, in diesem Fall in der ersten Iteration, dass die Merlin an die Constellation andocken und abdocken konnte. Und die Schiffe konnten auch an Stationen andocken. Außerdem konnte man einigen Schiffen jetzt Namen geben. Apropos Schiffe, der Tonk kam ins Spiel, der Tumbril Nova Panzer, und
die Hercules Starlifter in den Varianten C2 und M2. Der Sommerpatch Alpha 3.14 brachte einen weiteren technischen Meilenstein, nämlich den Gasgiganten Crusader, zusammen mit dessen Landezone Orison. Außerdem gab es Long-Range-Scanning und den Missile-Operator-Mode, mit dem wir in der Lage sind, eben auch dediziert als Missile-Operator, als Raketenverantwortlicher zu agieren und die Einstellungen vorzunehmen, zu Ziel abzufeuern. Und als Schiff die Constellation Taurus, als komplett überarbeitete Version. Ja, und der Planet Crusader, der Gasgigant, bedeutete unter anderem auch, dass CIG sich begonnen hatte, mit der Wolkentechnologie zu beschäftigen, einem weiteren großen Meilenstein, der inzwischen in weiterführender Entwicklung ist und auch seit Patch 3.15 im Spiel. Und dieser Patch kam am 10. November dieses Jahres ins Verse. Zusammen mit dem Heilungsgameplay, einem weiteren großen Meilenstein, der das komplette Gameplay auf den Kopf stellt, zusammen mit den Kliniken. Das heißt, wir sterben jetzt nicht sofort, sondern wir haben die Möglichkeit, uns zu heilen oder uns heilen zu lassen von Mitspielern. Wir können uns in den Kliniken behandeln lassen. Außerdem gibt es Bomben und Looten, was dazu geführt hat, dass wir gerade anfangs in den Landezonen ständig betäubt und ausgeraubt wurden. Und auch, ja, es ist eine Systematik, die muss noch weiter ausgearbeitet und von Fehlern befreit werden, denn derzeit sterben viele Spieler einfach, weil sie irgendwo die Treppe runterfallen oder eine Schiffsrampe oder wie auch immer, dann sterben sie und haben ihr ganzes Inventar verloren. Da gibt es noch einiges zu tun, aber wir wissen, wo die Reise hingeht und es geht jetzt eben auch wirklich in die Tiefen, in die kritischen Gameplay-Elemente, die anfangs fehlerbehaftet sind, aber sie müssen irgendwann mal ins Spiel kommen, um diese Fehler zu finden und zu bereinigen. Und ich bin mir sicher, dass das in den zukünftigen Patches wieder besser werden wird. Gleichzeitig gab es die Origin 400i, die Aegis Redeemer in der überarbeiteten Version, die kam dann mit dem Subpatch 3.15.1, der jetzt ja ganz frisch reingekommen ist. Die Crusader Hercules Starlifter in der Version A2 und die Crusader Arius Starfighter Ion und Inferno, beide mit 13.15.1 im Rahmen der Intergalactic Aerospace Expo und in dem Rahmen auch die Anvil Spartan, also quasi das Pendant der Ballista, nur als Truppentransporter. Das war's mit dem Überblick der Entwicklung von Star Citizen bis zum heutigen Tag. Wir befinden uns aktuell bei der Patch-Version 3.15.1 und der nächste Patch, der ja in etwa 3, maximal 4 Wochen anstehen sollte, das ist Star Citizen Alpha 3.16. Und um dieses Jahr noch abzuschließen, was erwartet uns mit diesem Patch Alpha 3.16? Nun, nicht mehr richtig viel. Wir haben hier den DNA Head Customizer, das heißt, die Veränderung und die Erstellung unserer Charaktere wird ein wenig verbessert. Wir bekommen Schiffswracks zum Erkunden, beziehungsweise sie kommen wieder zurück ins Verse. Die gab es ja schon mal, die sind jetzt überarbeitet, vielleicht auch neu gebaut worden, man weiß es nicht. Damit einhergehend gibt es Laser Trip Mines, also Laserminenfallen, um diese Schiffswracks eben auch ein bisschen interessanter zu gestalten. Mining Gadgets sind angekündigt, die Schwebephysik, die Gravlev-Physik für die Schwebefahrzeuge wird überarbeitet und wir bekommen das Ship-to-Ship-Refueling, wenn alles so läuft, wie CIG es geplant hat. Und ganz, ganz wichtig, der vorerst letzte Baustein auf dem Weg hin zum Server-Meshing sind zurzeit Entity Graph und Replication Layer. Auch zwei ganz essentiell wichtige Systembestandteile des Server-Meshings, die wir auch, ich erwähnte es vorhin,
im Rahmen der CitizenCon-Videos vorgestellt bekommen haben, die ich euch erklärt habe. Zum Beispiel, wie kommt der Begriff Entity Graph zustande? Wer von euch das nicht geguckt hat, schaut auf jeden Fall nochmal in die betreffenden Videos rein. Auch das ist hochgradig interessant und erklärt auch ein wenig, an welchen Kernthemen CIG arbeitet und gearbeitet hat dieses Jahr und warum da vielleicht das ein und andere an Inhalten weniger rauskam. Wobei, naja, da wird auch Corona seine kleinen Fingerchen im Spiel haben. Und das führt mich zu einem kleinen Rückblick, zu einem Resümee dessen, was bisher passiert ist. Und ja, Ende 2020, da hatte ich in einem Video prognostiziert, dass ich erwarte, dass das Jahr 2021 ein relativ inhaltsarmes Release-Jahr wird. Und tatsächlich, wenn wir uns das einmal im Überblick angucken, sie haben sehr interessante, sehr spannende Inhalte rausgebracht, aber im Vergleich zur Quantität der vorangegangenen Jahre war es doch eher verhalten. Nichtsdestotrotz ist mir aufgefallen, dass wir Bäcker, wir Unterstützer, teilweise nicht alle, auch auf hohem Niveau jammern. Wenn man sich einmal anguckt, wie sich die Fülle der Inhalte entwickelt hat, dann ist das schon mächtig viel, gerade was CIG in den Jahren 2019 und 2020 rausgehauen hat. Hut ab, das ist wirklich eine ganze, ganze Menge. Und da kann man es auch mal verzeihen, wenn das jetzt 2021 nicht so viel gewesen ist, weil eben, wie gesagt, durch Corona da auch die Effizienz sicherlich gelitten hat und auch, weil man eben wieder mit Refactoring zu tun hatte, man im Backend ganz viel gearbeitet hat und den Fokus hat auf das ganz große Ziel, Ende des nächsten Jahres das Server-Meshing in seiner ersten Iteration, dem statischen Server-Meshing. Und das wäre dann nach meinem heutigen Verständnis der 9. große Meilenstein. Auch hier nochmal ein Blick auf die Zeitleiste, welche Meilensteine wir bisher durchlebt haben. Meilenstein 0, ganz klar, wäre natürlich irgendwo das Jahr 2012, wo die Reise dann tatsächlich begann mit der Kickstarter-Kampagne bzw. mit dem Release der Webseite von Chris Roberts, der Spendenseite und dem Pitch-Trailer I am a PC Game. Aber fangen wir mit Meilenstein 1 an, der Release von Star Citizen Alpha 1.0 und dem ersten wirklich spielbaren Modul, dem Arena Commander. Dann ein Jahr später Star Citizen Alpha 2.0 mit dem Release des Persistent Universe und der Möglichkeit, uns frei in diesem damals auch schon riesigen Spieluniversum zu bewegen und dann der Erkenntnis, die 32-Bit-Präzision reicht nicht aus, wir müssen alles umschreiben auf die 64-Bit-Präzision. Und dann stellte man fest, beziehungsweise bekam auch dann das Angebot, die Überlegung, 64-Bit-Präzision hin und her, lass uns mit Amazon zusammenarbeiten. Und diese ganzen Arbeiten an der Engine und dann der Beschluss, alles auf die Lumberyard-Engine zu portieren, das spiegelt sich wieder in dieser riesigen Lücke, wo viel nichts passiert ist, was natürlich nicht stimmt. Wenn wir uns jetzt zurückerinnern an das, was ich euch gerade erzählt habe, da gab es natürlich auch eine ganze Menge, was wir so an Gameplay-Elementen und auch an Asset-Elementen, an Spielobjekten in Star Citizen erhalten haben. Ja, aber dann der ganz, ganz große Wurf und quasi so ein bisschen auch die Initialzündung der eigentlichen Entwicklung. Der Punkt, wo CIG sich bewusst geworden war, hey, diese Vision, dieser Traum von Chris Roberts, das ist nicht nur ein Traum, das können wir schaffen. Und das war Star Citizen Alpha 3.0. Und ich glaube, das war auch der Punkt, wo die Community sich bewusst wurde, hey, wir sind Fans, wir haben geträumt und wir haben uns gefreut. Aber wenn wir ganz ehrlich sind,
hat so tief im Innersten auch immer so ein bisschen ein kleines Zweifelchen irgendwo gelauert, das sagte, na ja, ob das dann wirklich so kommen kann. Und das war Geschichte mit dem Release dieses Baby Jesus Patches, wie er ja abfällig genannt wurde, aber was auch so ein bisschen durchaus einen wahren Kern hat. Und dann ging die Reise natürlich erst los. Es folgten viele weitere Jahre, wo CIG angefangen hat, an Backend zu arbeiten und an der Technologie, die es uns ermöglicht, dieses übergangslose Massive Multiplayer Online-Spielerlebnis dann auch zu realisieren, zu verwirklichen, was Chris Roberts sich erträumt hat, mit dem Endziel des Server-Meshing, der vernetzten, frei skalierbaren Server. Und das fing an mit dem Client Object Container Streaming mit Alpha 3.3 im Jahre 2018, ging dann weiter natürlich mit dem Server Object Container Streaming, was ein Jahr später fertiggestellt worden war und mit Patch Alpha 3.8 ins Verse kam. Dann, ich erwähnte es so ein bisschen unter vorgehaltener Hand, der nichtsdestotrotz sehr wichtige Baustein des Entity Authority und jetzt die letzten zwei Knaller, eigentlich vielleicht nicht so ein ganz richtiger Meilenstein, aber dann wieder doch einfach so auch vom Gefühl und von der Bedeutung her, dass das Denton-System komplett ist. Klar, der Aaron Halo Belt fehlt noch, einfach weil die Asteroiden-Tech noch nicht komplett fertiggestellt ist. Da gibt es auch noch eine Raumstation oder die eine und andere Raumstation. Aber so vom Grunde her, die Planeten, die Monde, alles existiert. Und von hier aus kann das Verse weiter ausgerollt werden, wenn dereinst das Server-Meshing kommt. Im Moment geplant für Ende 2022. Und wenn wir das angucken, die Schritte sind immer im Jahresrhythmus gekommen und wenn es so weiter geht, die Daumen sind gedrückt, dann dürfte das zu schaffen sein. Denn in diesem Dezember kommen mit dem letzten Quartalspatch 2021 die Graph-Datenbank, Entity Graph, und der Replication Layer ins Spiel. Zwei weitere sehr, sehr wichtige Elemente, die wir jetzt noch gar nicht so bemerken werden, aber die ein wichtiger Bestandteil des Gesamtkonzepts sind. Aber wo wir schon über das Jahr 2022 sprechen, was erwartet uns denn dort eigentlich noch? Na ganz klar, einige Patches können wir ja schon sehen. Auf der Roadmap Patch 3.17, Patch 3.18, wo wir die Hunger Manager App bekommen, wo wir Objekte, Loot verkaufen können in Shops, ganz wichtig, wo wir die Persistenz, die echte Persistenz bekommen, wo wir Taxi-Missionen erhalten werden. Das heißt, wir werden in der Lage sein, Personen durch das Verse zu chauffieren, sodass dann zum Beispiel die 600i Touring oder auch die 890 Jump eine weitere Funktion bekommen werden. Man kann sie heute auch schon als Frachter benutzen, aber eigentlich sind sie eben auch dafür gedacht, Personen zu transportieren auf unterschiedlichen Kundenanspruchsniveaus, nenne ich es mal. Dann wird natürlich das Cargo-System überarbeitet. Wir bekommen die großen Frachtcontainer, die wichtig sind, um die Hull-Serie von MISC ins Spiel zu bringen. Und dementsprechend erwarten uns nächstes Jahr auch die MISC Hull A und die MISC Hull C und vermutlich auch die MISC Hull B. Wobei allen voran die Argo Raft geht, das Testbett, das Testschiff für diese neue Mechanik. Doch damit nicht genug. Wir kriegen auch FPS, Radar und Scanning, Hacking, Zero-G, Push and Pull, das Salvage-System, auch ganz, ganz wichtig, mit Einführung der Vulkan, auch als Testschiff, um zu sehen, wie funktioniert das eigentlich alles. Dann natürlich folgend sicherlich die Reclaimer irgendwann. Und auch das Reparatur-Gameplay wird mit Sicherheit kommen als nächster Bestandteil. Wir haben ja heute das Mining in wirklich jeglicher großer Spieltiefe. Darauf aufsetzen kriegen wir jetzt das Raffinieren. Das erste Schiff, die Starfarer, wird mit dieser Spielmechanik ausgestattet werden und weitere Schiffe werden da folgen, wie wir ja auch auf dieser Intergalactic Aerospace Expo gelernt haben. Und sicherlich wird es da auch noch das ein oder andere Schiff geben, was diese Spielmechanik dann repräsentieren wird, beziehungsweise vielleicht das falsche Wort, was diese Spielmechanik innehaben wird. Und darauf aufsetzend wieder kommt dann auch das Reparatur-Gameplay, denn wir brauchen veredelte Metalle und Gase, um Schiffe reparieren zu können.
Und so kommt immer ein Puzzleteil zum nächsten und wir sehen, wie alles aufeinander aufbaut und immer größer wird und wächst und gedeiht und wir auch sehen, wow, das ist wirklich massive Multiplayer, was hier entsteht. Und irgendwann haben wir einfach den Punkt erreicht, wo diese 50 Spieler pro Instanz nicht mehr ausreichen. Das heißt, wir müssen diese Grenze sprengen und wir brauchen das Server-Meshing. Und das ist der Punkt, wo dann die Nummerierung übergeht in die 4, startend mit 0. Star Citizen Alpha 4.0. Richten wir uns mal ein, so auf Dezember des nächsten Jahres. Wo wir dann Pyro bekommen, vielleicht auch Nyx, denn das System ist ja eigentlich nicht groß und der Hauptbestandteil, Levski, Delamar, existieren ja schon. Insofern, warum nicht gleich zwei Systeme als Knalleffekt zum Ende des nächsten Jahres? Die Reise zu verschiedenen Sonnensystemen, damit einhergehend das Exploration-Gameplay und auch Wissenschaft und Hacking, das sind ja alles Themen, die müssen erst noch entwickelt werden. Gerade das Wissenschaftsgameplay, Forschung, Entwicklung, da bin ich sehr gespannt drauf, wie sie das umsetzen werden. Und noch viele andere Schiffe, die einfach noch zu realisieren sind. Wir haben als Krönung des Mining-Gameplays natürlich die RSI Orion, die jetzt gerade auf dem Progress-Tracker aufgetaucht ist. Aber das will nichts heißen, da war auch schon meine heißgeliebte Crusader Starliner drauf, dann war sie wieder verschwunden. Das hat ja nichts zu sagen. Das sind eben so kleine Bauteile, Bausteine, wo sich dann eine Gruppe eben mit einem Entwicklungsteil dieses Schiffes, dieses Projektteils beschäftigt und dann ist es fertig und kommt wieder runter. Aber sie arbeiten dran, ganz heimlich, still und leise. Und auch die Anvil Crucible, wo wir über das Reparatur-Gameplay gesprochen haben und natürlich viele Leute warten dann auf die RSI Polaris und im Grunde genommen dann am Ende auch auf Squadron 42. Auch ein weiterer Meilenstein, auf den ich hier jetzt nicht eingehen möchte, weil das ist nicht Fokus dieses Videos, aber auch das wird ja mit ganz großer Energie und starkem Fokus nach vorne getrieben durch Cloud Imperium und Chris Roberts, der jetzt extra dafür mit seiner Familie nach England zieht, um dieses Projekt endlich zu einem Abschluss zu bringen. Und das ist ganz, ganz dringend notwendig. Und die Technologie dafür, die haben sie jetzt ja, weil das Server-Meshing, das brauchen sie nicht für Squadron 42. Alles andere, die prozeduralen Technologien zum Erstellen von Städten, von Planeten natürlich, von Monden, die ganzen Heatmaps, Straßen, Flüsse, Outposts, all das ist vielleicht noch nicht jetzt aktuell im Verse zum Testen drin, aber das kommt auch nächstes Jahr und das ist wichtig für Squadron 42 und dementsprechend denke ich, wir werden einen Release-Termin für Squadron 42 bekommen. 2023 würde ich jetzt mal so über den Daumen sagen, da muss das irgendwann fällig sein und vielleicht sogar schon so weit fortgeschritten, dass wir zumindest eine Gameplay-Demo erhalten zum Ende des nächsten Jahres. Schauen wir mal. Oh Gott, jetzt bin ich voll in Squadron 42 irgendwie abgedriftet. Ist ja gar nicht Thema dieses Videos, habe ich auch schon gesagt. Aber etwas ganz Wichtiges habe ich ja auch noch unterschlagen. Tony Sie, die alten Hasen von euch werden sich erinnern an die Videos, aber für alle die jetzt neu dazukommen, möchte ich das auch nochmal erwähnen. Tony Sie arbeitet an Quantum, dem dynamischen Spielelement von Star Citizen, was die gesamte Welt und die NPCs und die Wirtschaftszusammenhänge und alles simulieren wird, wo CRG alles steuern kann, was mit der Berechnung dieses dynamischen Universums zu tun hat. Ja, und wenn ihr jetzt fragt, wann kommt denn Star Citizen in eine Beta-Phase oder gar live, wenn ihr euch das mal anschaut, was da noch alles zu tun ist, dann versteht ihr auch, warum ich da eher verhalten bin und erstmal sage, wartet noch ein wenig, das könnte noch ein paar Jahre dauern, bis das alles auf den Beinen steht, denn es muss ja auch noch getestet werden und CRG arbeitet immer nach dem iterativen Konzept. Das heißt, sie bringen erst eine Grundversion, nehmen wir jetzt das beste Beispiel, die Argo Raft, um dieses neue Frachtsystem mit den Frachtcontainern alles auszuprobieren und dann bauen sie das sukzessive weiter aus und genauso wird das eben hier auch laufen mit den ganzen Berechnungen. Ein hochkomplexes System. Ihr kennt den Spruch, Link rechts oben, denn die Videos habe ich auch übersetzt und erklärt. Schaut da auf jeden Fall rein, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das ist mega interessant, mega spannend.
Damit beende ich dieses Video, bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei meinen Unterstützern auf tippi.com, die die viele Arbeit unterstützen, die in diese Videos reinfließt mit dem einen oder anderen Euro. Freue ich mich sehr drüber. Die bekommen auch so das ein und andere extra dazu. Und wer dazukommen möchte, freue ich mich sehr. Und wer immer auf dem Laufenden bleiben möchte, der schaut gerne rein bei PsychShort. Der streamt auf www.twitch.tv/PsychShort und guckt sich auch natürlich immer die laufenden Patches an und testet, was alles geht und was nicht geht, in jedweder Hinsicht. Und eine weitere Empfehlung, schaltet auch rein beim guten Stefan, dem Fexi. Auch er ein Urgestein und beschäftigt sich ganz intensiv mit dem Spiel. Dann haben wir noch den Sitko. Bei dem kriegt ihr die wöchentlichen News, was alles passiert ist im Verse, im Rahmen seiner Verse News, kommen im Regelfall am Samstag raus. Und wer Geschichten hören möchte, der guckt gerne rein auf www.sternenwanderer.org. Und hier gibt es auch das Infinity Radio, euer deutscher Star Citizen Radiosender, der 7 Tage, 24 Stunden sendet, mit Nachrichten, mit Musik und alles moderiert von Brubecker und Mitch van Heiden. Schaltet ein über www.sternenwanderer.org und klickt dort Infinity Radio. Jetzt schließe ich. Hoffe, ihr hattet eine sehr interessante Zeit mit diesem Video. Bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne hier auf YouTube oder auf meinem Discord-Kanal. Und dann wünsche ich euch und uns allen weiterhin eine spannende Entwicklung. Bleibt mir gewogen, abonniert meinen Kanal, wenn ihr interessiert seid an weiteren tiefgehenden Einblicken und Hintergrundinformationen zur Entwicklung von Star Citizen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.